und herzlich willkommen zu einer neuen Stellplatzvorstellung mit eurem Dackmobil. Wir haben heute den 3.3.2024, endlich mit Sonne und wir stehen im schönen Bad Ems an der Lahn. Wir stellen euch heute den Wohnmobilstellplatz an der Kutschers Marina vor. Kommt mal mit, wir zeigen euch, wie man hier reinfährt. Der Wohnmobilstellplatz befindet sich inmitten eines Wohngebiets in Bad Ems, dem Ortsteil Nieven. Ihr kommt die Straße von dort entlang gefahren. Und wenn ihr hier reinfahrt, wie gesagt, auf das Schild achten, gucken, ob es frei ist, weil es könnte ja auch besetzt sein, noch freundlicherweise angezeigt. Und dann passt auf, die Einfahrt ist recht schmal, unscheinbar, liegt wie gesagt mitten im Wohngebiet. Wenn ihr ein Gefährt habt, das länger als 8 Meter ist, dann passt auf, dass ihr einen großen Bogen bis auf die andere Seite fahrt, vielleicht noch ein bisschen über den niedrigen Bordstein huppelt, ein bisschen hin und her rangiert, um hier dann gerade hereinzufahren. Offiziell habe ich in den Bewertungen gelesen, über 8 Meter ist es schwierig. Ich denke mal, wer fahren kann, kriegt es vielleicht auch noch bis an die 10 Meter hin. So, und jetzt zeige ich euch erst einmal, warum das Marina heißt. Ihr fahrt durch den gepflasterten Bereich und kommt dann auf den Platz. Platz haben hier 16 Wohnmobile. Der Untergrund ist geschottert, befestigt. Schlaglöcher werden nach Aussage des Betreibers sofort behoben und wieder zugeschüttet. Und das sieht man auch, weil so wie es in letzter Zeit geregnet hat, hier ist alles plan. Dann haben wir hier auch schon im Eingangsbereich, ich fange mal mit der Entsorgung an, bevor wir uns anmelden, ich weiß, aber ihr kennt das ja mittlerweile, haben wir die Müllcontainer und einen Altglascontainer in den uns bekannten Farben zur Trennung eures Restmülls. Gleich daneben haben wir auch schon, wir entsorgen weiter, den Müll haben wir entsorgt, die Chemietoilettenentleerung. Einfach eure Toilette hier in den Ausguss schütten. Den Wasserhahn könnt ihr dann ebenfalls nutzen, um eure Kassette zu spülen und das Wasser dann wieder in die Kanette, in den Abfluss hineinzuschütten. Dann haben wir hier gleichzeitig den Schacht für eure Chemietoilettenentleerung, auch zur Entleerung eures Grauwassers. Dazu sind hier diese beiden Rohre, die ihr entsprechend dann an euren Ablaufhahn eures Wohnmobils dagegen haltet. Oder wie soll ich es nennen? Platziert. Und ihn dann Richtung des Schachs laufen lasst, sodass das Ende des Rohrs, also das andere Ende des Rohrs, in den Ausguss der Toilette passt. Und dann könnt ihr ganz normal entsorgen. Seid ihr auf der Durchreise oder der Platz ist belegt und ihr sagt, ich habe noch einen Platz gefunden, wie in Nassau, da gibt es aber keine Fähr- und doch, da gibt es Fährentsorgung, aber nicht im Winter, jetzt im März ist noch zu, könnt ihr hier gegen die Gebühr von 3 Euro als Nichtnutzer des Stellplatzes die Entsorgung nutzen und die 3 Euro bitte freundlicherweise in den dafür vorgesehenen Briefkasten werfen. Daneben haben wir auch direkt schon die Frischwasserversorgung. Hier einfach euren Schlauch anschließen, Anschluss ist vorhanden, Hahn auf, Wasser auf, alles da. Wasser ist im Stellplatzpreis inklusive. Zu den Gebühren komme ich gleich bei der Anmeldung. Jetzt zeige ich euch aber jetzt endlich, warum es Marina heißt. Und das ist das, warum es heißt Wohnmobilstellplatz an Kutschers Marina. Gleich zeigen wir euch auch, wie die Boote hier wieder ins Wasser kommen. Das sieht nämlich so aus, als wenn die hier festsitzen. Aber es gibt einen Durchgang in einen kleinen Kanal. Weil vorgelagert, wo unsere Wohnmobile stehen, ist eine kleine eine Insel in der Lahn. Und da kann man rechts oder links dran vorbeifahren an diesem kleinen Kanal und kommt in die Lahn. Und wenn euch das interessiert, wie Bad Ems und die Umgebung aussieht, dann schaut bitte in unser anderes Video, weil wer uns kennt, der weiß ja, wir machen immer zwei Videos. Den Stellplatz sehr detailliert mit allen Infos und ein zweites Video mit allem drumherum, was es hier zu entdecken gibt. An der Stelle entdecken. In 5 Minuten seid ihr hier bei 4 Discountern aus dem Drogerie- und Lebensmittelbereich. In 10 Minuten seid ihr an der bekannten Bad Emser Therme. Und in 15 Minuten seid ihr auch schon morgen am Kurpark und am Casino.
und natürlich an der Promenade. Bad Ems ist definitiv eine Reise wert. Schaut in das andere Video, dann werdet ihr es bestätigen. Ansonsten lasst uns in den Kommentaren doch einfach mal da. Wart ihr schon mal hier? Okay, ich mache weiter. Die Parzellen sind markiert mit diesen gelben Grenzsteinen. Das war's. Und auch auf der anderen Seite findet ihr sie wieder. Also von daher, wenn wir jetzt richtig rangerückt werden, habt ihr Platz, eure Markise aufzumachen, Tisch und Stühle daneben zu stellen. Einziger Nachteil noch, wo die Sonne so niedrig steht, ist, ihr werft je nachdem euch gegenseitig Schatten. Aber wie gesagt, du kannst dich davor, dahinter setzen oder auf die Wiese. Und hier hast du die Schnauze wirklich direkt im Wasser. Ach so, dazu muss ich sagen, der Platz wirbt auf seiner Homepage damit, dass er definitiv hochwasserfrei ist. Weil Schleuse, Wasser kann man regulieren. Gute Idee. Du stehst hier also definitiv auch in den Wintermonaten gut und trocken. Dein Wohnmobil trägst du höchstens mal das ein oder andere Fisselchen von deinen Schuhen rein. Hilft dagegen natürlich, die Schuhe draußen auszuziehen und der Matsch bleibt draußen. Von daher, der eine mag den Schotter, der andere nicht. Teppiche sind hier nämlich erlaubt. Also wer sagt, Schotter will ich im Sommer nicht unter meinen Füßen haben, wenn ich hier mit leichtem Schuhwerk rumlaufe, ihr dürft ja Teppiche auslegen. Also kein Problem. Wenn ihr dann euch einen Platz ausgesucht habt, ihr könnt vorwärts wie auch rückwärts einparken. Bitte nicht längs stellen. Es gibt Stellplätze vorne an dem Kanal zur Lahn, aber auch hier am Sanitärgebäude entlang und auch vorne am Kopf am Zaun. Anmelden ist hier ganz einfach. Entweder haben wir unsere Hafenmeisterin, die Gabriele hier, die ganz, ganz liebe und nette. Oder wenn ihr zu den Zeiten kommen solltet, wo sie nicht hier ist, haben wir hier den Anmeldekasten. Wir haben entsprechend das Anmeldeformular, das ihr dann mit euren Daten ausfüllt und dann in die entsprechenden Briefumschläge legt, inklusive eurer Stellplatzgebühr von 17 Euro in bar. Hier könnt ihr nur in bar bezahlen. 17 Euro die Nacht. Abreise erfolgt bitte bis 14 Uhr. Unter uns, wenn man lieb fragt, darf man vielleicht auch ein Stündchen länger bleiben. Und dann in den Briefkasten werfen. Dann haben wir hier auch noch mal einen Informationsplan, wo ihr sehen könnt, wie die Gebühren berechnet werden. Strom ist in der Stellplatzgebühr nicht dazu. Da kostet die Kilowattstunde 50 Cent. Zahlen wir euch gleich an der Stromsäule. Und es gibt natürlich auch Sanitär. Toilettenbenutzung ist im Preis enthalten, wie das Frischwasser, die Entsorgung von Grauwasser und Chemie und dem WLAN. Und Duschen bitte mit 2,50 Cent Stücken in die entsprechende Tür der Dusche einwerfen. Zeige ich euch gleich, wenn wir ins Sanitärgebäude gehen. Eure Hunde sind hier erlaubt, aber bitte komplett an der Leine zu führen. Ihr dürft hier grillen, offenes Feuer logischerweise nicht, aber mit Holzkohle und Gas und Elektro dürft ihr hier eure Würstchen aufs Rost werfen. Daneben habt ihr noch eine weitere Infotafel mit allen wichtigen Dingen hier zum Platz und der Hafenordnung, solltet ihr noch ein Boot dabei haben und was es noch so gibt. Der Platz ist videoüberwacht, also für eure Sicherheit ist gesorgt. Und was ich ganz toll finde, ist auch, dass ihr hier Fahrräder leihen könnt, um Brötchen zu holen. Gasservice haben wir auch, aber das zeige ich euch gleich nochmal, wenn wir in den entsprechenden Schuppen rüber. Ganz wichtig, auf der Tafel findet ihr den WLAN-Code nicht. Der steht nämlich da oben. Den haben wir nämlich verzweifelt gesucht. Wir brauchen den 200, aber wir haben ihn gefunden. Hinter dieser geheimnisvollen Tür verbirgt sich noch eine Bücherecke und Infomaterial rund um die Lahn, Bad Ems und entsprechenden Lokalen. Ihr könnt euch hier Bücher mitnehmen. Auf der Seite haben wir Bücherboards. Und wenn mal ein Malheur passieren sollte, ihr kein Pflaster zur Hand habt, hier sind auch noch zwei Verbandskästen.
ausgelegt und entsprechendes Infobroschürenmaterial zur Region. Und wer sein Wohnmobil mit Aufklebern bestücken möchte, gibt es auch noch kostenfrei diesen Aufkleber hier. So, Fahrradkarte, Stadtplan findet ihr alles hier. Hier die besprochenen Leihräder für euch auszuleihen, um Brötchen zu holen und entsprechend Gasflaschen von Alu, kleinen Flaschen und großen Flaschen, alles da. Der Tagespreis hängt aus. Wendet euch einfach an den Hafenmeister und er wird euch schon eure Gasflasche tauschen können. Den Hafenmeister findet ihr natürlich rundum hier auf dem Gelände oder hier vorne in seinem kleinen Bürogebäude. Solltet ihr euch verlaufen, gibt es natürlich auch noch diese gute Hinweisschilder. Und genau zu den WC und Duschen gehen wir jetzt. Der Sanitärbereich ist einmal für die Herren und einmal für die Damen da. Dazwischen gibt es noch ein Waschbecken, also ein Frischwasserbecken, wo ihr euch kleine Mengen Wasser zapfen könnt oder eben auch mal eben die Hände abspülen. Ich gehe mit euch in die Damen rein. Das kennt ihr ja, das ist ja immer mein Part. Wir haben einen sehr gepflegten Sanitärbereich mit einem Handwaschbecken. Seife ist vorhanden, Spiegel mit Knitterfalten ist auch da. Wir haben saubere, klassische Toiletten mit Fenster. Drei Stück an der Zahl. Und daneben haben wir einen Duschbereich mit zwei Waschbecken, wo ihr euch auch morgens waschen könnt, wenn ihr nicht duschen möchtet oder abends. Handtuchhaken in ausreichender Menge. Die Frisur, die Kleidung sitzt. Einen Ganzkörperspiegel und entsprechend die Duschkabinen mit dem Münzeinwurf von 2,50 Cent Stücken, weil ohne diesen geht die Dusche nicht auf. Ich versuche mal. Was? Ich weiß. Ich hoffe, man konnte was sehen. Und ansonsten alles gepflegt. Hier ist auch beheizt, so dass man nicht friert. Bei den Herren wird es ähnlich aussehen, inklusive dem Pissoir. Und da Alfred vielleicht nochmal einen kurzen Schwenk in den Herrenbereich macht. Und auch hier Handwaschbecken, Seife. Dann gehen wir noch mal in die Duschen gucken. Alles sauber, alles gepflegt. Und zweckmäßig. Auf dem Platz gibt es mehrere Stromsäulen. Wir vermuten, dass wir ausreichend für so gut wie jeden eine Steckdose haben. Als wir Freitagabend um 18 Uhr hier ankamen, haben wir den letzten freien Platz vorne mit Blick aufs Wasser bekommen. Jetzt ist der Platz bis zum Bersten voll. Von daher können wir gerade die anderen Säulen nicht filmen. Wir haben hier die Stromsäule, wo ihr dann entsprechend hier eure 50 Cent einwerft und euren Stecker verwendet. Ja, Geld anwerfen, Knöpfchen drücken, einstecken, fertig. Ich guck gerade. Abgesichert mit 16 Ampere. Ich muss ja doch immer was dazu sagen, ne? Ja, nein, Alfred kann sich nicht so bücken, deshalb muss ich das immer gucken. So, jetzt zeigen wir euch noch, wie die Parzelle zum Wasser hin ist. Gehen wir mal rüber, wo wir stehen. Und jetzt zeige ich euch noch unser ganz persönliches Highlight an diesem Platz, weil es gibt noch ein Bonbon. Eigentlich ist es schon eine Sahnetorte, die on the top noch dazu kommt. Kommt mit, ich zeige es euch noch schnell. Und hier das versprochene, unser ganz persönliches Highlight. Wir stehen hier auf dem Gesellschaftsbereich. Der
kostenfrei mit allem Pipapo genutzt werden kann. Ich zeige euch mal, was an alles hier gedacht wurde. Echt Daumen hoch. Wir haben hier einen Grill, den ihr nutzen könnt. Idealer Bereich auch für Gruppentreffen oder Familientreffen. Wir haben hier einen Lagerfeuerplatz, der auch entsprechend mit Tischen, Stühlen, Bestuhlungen und Schirmen versehen im Sommer ist. Im Moment ist noch alles im Winterschlaf. Wir haben hier eine Sitz- und Liegewiese, wo man auch ein bisschen spielen kann. Sollten hier Kinder Ball spielen? Nicht so gut. Könnte es ein Wasserballspiel werden, aber du sitzt hier direkt am Kanal. Es ist, das habe ich gar nicht gesagt, der Platz ist mega, mega ruhig. Also nicht, dass ihr denkt, Wohngebiet, ein bisschen Industriegebiet. Es ist sehr, sehr ruhig. Gegenüber auf der Insel gibt es einen Rundweg, den ihr gehen könnt. Kommt dann rechts und links jeweils an die Schleusen. Gern genommene Gassi-Runde. Läuft circa 5 Minuten, 7 Minuten, bis du den Weg oben an der Brücke passierst. Und dann kannst du da rumlaufen. Nette kleine Wanderung. Und von da kommt auch der Sonnenuntergang. Also ab in den Sonnenuntergang. Was haben wir hier noch in dem Bereich? Die Stühle. Die Spüle, Kühlschrank, alles ist nutzbar, steht zur Verfügung. Im Sommer gibt es Auflagen für die Stühle. Also ein, was, wie soll ich sagen, ein Bereich, wo man wieder mit Campern in Kontakt kommen kann, eigene Sachen auf die Beine stellen kann, um Treffen zu organisieren. Und auch hier noch dieser Ofen, das, ihr könnt sogar Brot backen. Ja, oder Spülmaschine, oder Pizza reinschieben. Pizza, alles da. Und habe ich hier irgendwas übersehen? Ja, da steht der Kühlschrank noch, Partybeleuchtung ist da, Aschenbecher sind da, im Moment alles noch Federballspiel ist auch da. Der Kühlschrank ist noch nicht in Betrieb. Wie gesagt, es ist alles noch im Winterschlaf. Und wenn ihr sagt, wir nutzen das, wir verbraten hier Strom, weil wir Partys feiern und dies und das, könnt ihr gegen eine freiwillige kleine Spende das hier in dieses Kästchen werfen. Liebe Gabriele, vielen lieben Dank für diese super Idee. Hier im Sommer Beachparty Aloha. Du bekommst von uns beide Daumen hoch für diesen schönen Platz und Alfred gibt noch sein Sternchen dazu. Also von daher vielen lieben Dank für diesen tollen Platz und da bin ich auch schon zum Fazit. Ich gehe mal in die Sonne. Ihr könnt meine Falten besser sehen. Wir sagen, ein Platz wieder mal mit Herzblut, mit Liebe gemacht, an alles gedacht. Wir kommen wieder, wir empfehlen euch weiter und sagen, bravo, so fühlen wir uns wohl und andere Camper auch. Euch sage ich wieder danke fürs Zuschauen. Ich freue mich wieder über eure Kommentare und einem Like zu diesem Video und alles andere. Wir sind nächste Woche wieder für euch unterwegs. Bis dann. Ciao. Ciao.